Denk dran, keine kommen Leser. Ja? Ja. Keine faulen Tricks. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Die flicken dich. Wieder zusammen. Was? Zahlen über 10 überträgst du in die nächste Spalte. Mir geht es schon viel besser. Ich habe Oma gesagt, dass ich mich Es ist schön, dass Austin wieder hier ist. Ohne ihn war der Unterricht nicht derselbe. Das letzte Mal, dass ich Ashes aus den Augen gelassen habe. Für die Kinder bist du ein Engel, weil du Austin gerettet hast. Das ist ein großes Kompliment. Es ist schön, dass Austin wieder hier ist. Ohne ihn war der Unterricht nicht derselbe. Hey, ich habe gehört, was du mit Austin gemacht hast. Du hast das Leben des Kleinen gerettet. Vielleicht kannst du mir bei Bobby helfen. Ich brauche jemanden, der ihn vom Jet wegbringt. Seit diesem Drama ist es schlimmer bei ihm geworden. Er verlässt sein Zimmer nicht, ist immer high. Rachel sagt, dass er sterben könnte, wenn er keine Hilfe bekommt. Weißt du, wie ich es schaffen könnte? Du musst ihn überreden, zu Rachel zu gehen. Sie hat ein Mittel, das ihm hilft, clean zu werden. Jetzt heißt es nur noch clean werden oder sterben. Dieser Bastard sollte endlich Prioritäten setzen. Was machst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Womit denn? High zu werden? Na und? Nach dem ganzen Scheiß mit Austin brauche ich das. Lass mich in Ruhe. Du musst aufhören. Austin ist wegen deiner Sucht fast gestorben. Du gefährdest damit andere. Aber wie soll ich das machen? Den Entzugsscheiß packe ich nicht. Ich frage, was passiert ist. Hol dir einfach Hilfe, Bobby. Tina hat gesagt, dass Rachel Mittel hat, die dir helfen. Das würde sie tun? Nach allem, was passiert ist? Du hast recht. Was ist, wenn ich's wieder verbocke? Ich gehe ja. Ich gehe ja schon. Hey, Tina. Hast du mit Bobby gesprochen? Wie lief's? Wie lange ist er schon abhängig? Ihn hat's schlimm erwischt. Einige Jahre. Normalerweise ist er nicht so. Es wurde schlimmer, als ich ihm nichts mehr gab. Gut, er ist zu Rachel gegangen. Er wird clean. Ohne Scheiß? Du hast es geschafft? Das war's. Keine Drogen, kein Deal mehr. Wir fangen von vorn an. Vielleicht ist er jetzt bereit, diese Konservendose zu verlassen. Wollt ihr wirklich weggehen? Ja, jeden Tag. Wenn sich hier alles ein wenig beruhigt hat, dann vielleicht. Nichts hält dich hier. Warum gehst du nicht einfach ohne ihn? Er braucht mich jetzt mehr als zuvor. Er wird ja vielleicht clean, aber das Drama mit Austin wird er nicht so schnell verarbeiten. Bis ich weiß, dass er sich um sich selbst kümmern kann, bleibe ich hier.